Hallo und herzlich willkommen zu Star Wars Outlaws. Ja, wir sind ja in der letzten Folge dabei stehen geblieben, hier in dieses schicke Anwesen einzubrechen. Aber damit machen wir jetzt weiter. Und oben steht schon, wenn wir uns ducken im Gras, dann sind wir versteckt. Ich muss sie auf mich aufmerksam machen. Und das Gute ist, wenn wir jetzt noch T drücken, fahren den herbei. Weißt du? So was Hübsches haben wir noch nie ausgeraubt, was? Nö, das ist schon schick hier. Dann komm mal her, komm. Komm. Gute Nacht. So, und das Gute ist, dass er jetzt hier auch noch versteckt liegt. Das heißt, er wird gar nicht so schnell gefunden. Wenn wir B drücken, werden die Gegner hervorgehoben. Seht ihr? Sogar der da oben. Lass sie mal da weg. Upsi. Genau in unsere Richtung. Die Gegner entdecken einen tatsächlich sehr, sehr schnell. Ja, genau. Geh mal wieder rum. So ist gut. Wir gehen mal hier ins hohe Gras. Warum flüstere ich eigentlich immer? Ich habe Angst, dass die mich hören. So. Wir lassen Max ihn angreifen. Das stimmt hier nicht. Dafür bezahlen sie nicht genug. Wo geht sie denn jetzt hin? Zum Angriff, Max. Jawoll. Oh oh. Oh, da oben läuft auch noch einer rum. Schnell, 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 schnell. Hoppa. Etwas stimmt nicht. Ja, geh mal hoch. Nein, du sollst hochgehen, Mina. Hoffentlich ist die Bezahlung das wert. Da vorne läuft auch noch einer rum. Hol sie dir, Kumpel. Jawohl. Habt ja richtig gut hier mit uns heute. Jetzt drücken wir nochmal auf B. Haben wir noch irgendeinen hier in unmittelbarer Nähe? Ich würde die halt gerne alle ausnocken hier. Wenn jetzt nicht mehr so viele da sind. Ist hier jemand? Hier ist scheinbar keiner mehr. Aber, oh. Nächster. Jawohl. Aber nächsten noch direkt im richtigen Moment drauf geschickt. Was siehst du? Da unten ist noch eine Person. Ist das die letzte? Wir dann alle? Wir dann alle besiegen? Tob dich aus, Nix. Ah ne, da ist noch eine. Schau. Was? Ich kann dich hier auch sehen. War es dann aber fast alle Sneaky ausgenommen, nur die letzte nicht. So. Hier ist definitiv keiner mehr, weil die wir jetzt ausnocken, gehen uns später nicht auf den Nerv. So, wenn die Tür einmal hinter uns zu ist, ist die zu. Das ist der direkteste Weg zu Sliros Tresorraum. Okay. So. Laufen hier noch Leute um? Nee, zurzeit nicht. Dann können wir erstmal ein bisschen looten. Okay, Energiebarriere. Von irgendwoher muss die Energie bekommen. Nix, such den Generator. Ja, ah ja. Da hinten. Also nix ist unglaublich wertvoll. Was wollen reiche Typen immer mit alten Schiffen? Ja, das ist halt wie Oldtimer, ne? Das ist
Ein Fable, ein Hobby. Eine Geldanlage zum Teil sogar. Ah, das war's. So. Da liegen noch ein paar Credits rum, die nehmen wir auch mit. So, dann schauen wir mal. Hier kommen wir auch nicht mehr raus. Von hier kam man rein. Alles klar. Hier haben wir noch ein bisschen was zu looten. Nehmen wir mit. Blasterspuren. Was ist hier passiert? Oh ja. Sieht schick aus. Ach, Kameras. Wir müssen sie umgehen, Nix. Showtime, Kumpel. Ah. Wow. Nochmal. Lenk sie ab, Nix. Ach, das ist der Turbolift. Und natürlich hat er auch eine Barriere. Ich dachte, hier ist alles abgesichert. Ist es auch. Wer immer das ist, wird nicht am Haupttor vorbeikommen. Hat irgendjemand Sliro benachrichtigt? Glaub mir, er weiß Bescheid. Wir warten mal, bis der weg ist. Wo geht er hin? Wo geht er hin? Zum Angriff, Nix. Wow. Nein, Nix hängt. Ach, Nix, sie sehen mich. Ich hab nichts blockiert. Okay, es waren aber nur die zwei. Hier haben wir eine Barriere. Da sehen wir jetzt nicht, wie die entschärft wird. Ich brauche eine Ablenkung, Nix. Na komm. Was haben wir jetzt hiermit gemacht? Sabotiert? Ja, aber. Nun gut. Oh, nochmal. Los, lenk sie ab, Nix. Jawohl. Was ist denn aus dem Begriffen? Was ist das? Ich wette, die Hunden sind auf Wache. Was haben wir jetzt deaktiviert? Oh. Wenn sie rufen, gehe ich da aus. Na klar, Helden. Wir haben die Kamera deaktiviert. Wollen wir Stress machen? Ja, oder? Immer sneaky ist doch scheiße. Gehört hier nicht her. Noch mehr? Wie noch mehr? Nur die zwei? So, erstmal looten, ne? Was haben wir hier? Sabotieren wir auch. Glaube ich Alarm oder so. I don't know. Weil Alarm ist bis jetzt ausgeblieben, ne? Was haben wir hier hinten? Eine Tür, die nach unten geht. Da gehen wir jetzt noch nicht lang. Du, 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 du. Loot. Gut, gut. Ganz viel Loot. Da haben wir auch eine. Ah. Gut, die Barriere sollte deaktiviert sein. Okay, Barriere ist deaktiviert. Da haben wir einen Luftschacht. Oh, was ist das für ein schönes Klavier? Das ist mehr wert als Brams Cantina. Oh. Ja, steht auch sehr gülden da. Ah, ich glaube, wenn wir hier reingehen, kommen wir da hinten raus. Würde Sinn ergeben. So, was haben wir hier noch? 100 Credits.
Nimmer. Ah, das ist Schlafgemach. Okay, okay, okay. Noch eine Halskette. Nehmen wir alles mit. Hier haben wir alles, ne? So, wir können jetzt entweder hinten die Treppe runter. Ja, komm, gehen wir. Vorne rum waren wir ja schon. Wir gehen jetzt hier mal die Treppe. Upsi. Falsche Richtung. Aber ich dachte, es war hier. Bin ich gerade blind? Da war die Küche. Hier war der Raum. Nö. Dann habe ich mich jetzt gerade verzettelt. Nee, 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 nee. Ach so, das war Schlafzimmer. Jetzt habe ich gar keine Orientierung mehr, Herrschaftszeiten. Gehen wir halt hier lang. Los, der Tresorraum wartet. Wir führen ja Gott sei Dank mehrere Wege nach Rom. Daniel, ich bin im Turbolift. Beeil dich. Wie lange dauert es, bis die Kanto-Polizei hier ist? Das ist Sliros Gebiet. Hier kommt keine Polizei her. Ja, nur noch mehr Serik Besh. Moment. Da ist er. Der Tresorraum. Und noch eine Barriere. Kann nix hier irgendwas machen? Nee. Dann müssen wir wohl hier lang. Irgendwelche Schalter an der Wand, die wir bedienen können? Nee, auch nicht. Ja. Hier irgendwas? Nö. Nee. Gut, dann müssen wir wohl da rein. Ist ja dann doch in eine gewisse Richtung recht gut geführt, wo es weitergeht. Das nehmen wir mit. Hier haben wir noch. Nochmal 100 Credits. Oh, Blut. Nicht so schnell zweimal hintereinander hin. Jetzt. Des Anwesens. Hallo. Ich brauche Verstärkung am Tresorraum. Ich habe die Barriere aktiviert, aber die wird nicht lange halten. Wenn... Hoppla. Nochmal nachgetreten zur Sicherheit. So, wir fangen mal an zu hacken. Oh, jetzt haben wir hier wie so eine Art Mastermind, wenn ihr es noch so kennt. Und zwar müssen wir immer die Symbole an richtigen Stellen. Blau heißt richtige Stelle, gelb heißt richtiges Symbol, falsche Stelle und rot heißt kommt gar nicht vor. Deswegen nehmen wir jetzt das, dann das und haben es schon geknackt. Das wird aber nachher auch noch anspruchsvoller. Na schön. Ich habe die Sicherheitsvorrichtungen ausgeschaltet, Daniel. Der Weg ist frei. Geh zum Tresorraum. Wir räumen hier draußen auf und treffen uns dann drin. Alles klar. Blut? Blut? Hm, keine, nur Deko. Wow, hi, ja, ich muss da rein. So dritt verweigert. Quack, quack.
Danyan, ich bin am Tresorraum, aber hier ist ein Droide. Ah, du bist vom TTA. Der Blick von ihr. Gut, das Passwort ist Grandiocha. Was auch sonst. Hey, komm zurück. Ich weiß, dass du da drin bist. Mama Guido. Grandiocha. Hallo? Sesam, öffne dich. Der Tresorraum. So sieht also richtiges Geld aus. Oh ja. Er sieht schon schick aus. Kann man nicht anders sagen. Schick, schick. Lass mal ein bisschen umgucken. Hey, Waffen. Modelle, das sieht aber eher aus, als wären das Hologramme. Und das ist einfach nur eine Sicherungswand davor. Und eine Rüstung, die sieht schick aus. Gut. Kann man sonst offensichtlich nichts machen. Also wieder ran an den PC. Machen wir ihn auf. Du bist nicht Derek Bash. Was ist das? Wo ist mein Geld? Ich könnte Hilfe brauchen. Es war alles richtig. Der Code war gut. Asara! Gefunden? Nein. Aber die Sache mit Sliro und Derek Bash. Sie ist wahr. Wir müssen los. Du wirst bezahlt, wenn wir sicher sind. Versprochen. Was? Keine Bewegung. Entweder zahlt ihr jetzt oder zahlt einfach. Wir sind die Rebellenallianz. Und? Wir müssen los. Komm zu uns. Kämpf mit uns für die Zukunft der Galaxis. Was zahlt ihr? Dafür haben wir keine Zeit. Wenn ihr nicht. Na toll, danke. Wieder mal. Augen auf, Kay. Es geht los. Verarscht worden. Bringt Glück. Die Auswahl des Ziels ist entscheidend. Siehst du? Die bemerken uns nicht einmal. Du bist ziemlich jung für eine Diebin. Ich... Wo bist du? Hab's vermasselt. Vorsicht! Hey! Willkommen zurück. Und? Was hast du gelernt? Es ist nicht immer jemand für dich da. Schlaues Mädchen. Das ist eine sehr wichtige Lektion im Leben. Okay, dann kennst du Ram okay, aber schon relativ lang. Als sie als Kind schon da waren. Du musst Sliro sein. Deine Freunde sind fort. Freunde? Welche Freunde? Wie lange gehörst du schon zur Rebellenallianz? Du meinst es ernst? Was wollen die Rebellen von Derek Bash? Hör mal, ich kenne keine Rebellen, pass auf. Aber ich kenne andere Leute. Lass mich gehen. Ich finde es raus und wir klären das gemeinsam. Du musst dir was Besseres einfallen lassen. Er schießt sie! Ich darf hier nicht landen! Und wieder mal sind wir auf der Flucht. Okay. Wie komme ich raus? Lieber einmal mehr als wenig. Nicht wahr? Nicht, dass sie nochmal aufsteht.
Dann machen wir mal ein bisschen Krach. Was im Namen? Brauche ich Gesundheit? Ne? Alarm! Wir haben einen Eindringling. Ach Quatsch. Es muss einen Weg hier rausgeben. Hallo? Öffne den Schacht? Nix. Pass auf. Ein Schritt zu weit gegangen. Was war? Nix. Mach keinen Mucks. Ich will ein Todesmahl an ihr. Sofort. Ein Vermögen für den, der mir ihren Kopf bringt. Wir könnten ihm die Familienplanung zerschießen von hier unten. Na toll. Todesmahl. Oh. Bitte sei kein Müllschlucker. Nein. Oh, schon der zweite Auftrag, der schiefgelaufen ist, Nix. Ja, irgendwie. Pech. Nur diesmal sind wir ja übers Ohr gehauen worden, also. Da können wir ja jetzt nicht wirklich was für. Oh, sieh nur, das ist das alte Schiff. Neuer Plan, Nix. Wir stehlen es und fliegen hier raus. Ja, das klingt für mich auch gefährlich. Ich sehe vor allen Dingen rot Kübel. Nix. Jag es hoch. Nur für den Fall. Lasst ihn nicht entkommen! Ich sag euch Bescheid, wenn ich etwas finde. Was ist das? Moment. Okay, das ging nicht so, wie ich dachte. Aber wir haben ja noch mehr rote Kugeln. Haben wir da noch rote Kübel? Nee, leider nicht. Ich muss mich heilen. Schade, das wäre besser gegangen. Wir hätten einfach... Wir hätten nicht nichts schicken sollen, sondern wir hätten direkt auf die roten Kübel gehen schießen sollen. Guck mal, hier stehen noch so viele. Einfach schießen. Da kommen sie! Hauen wir ab! Oh, schnell. Schnell, schnell. Weiterfahren, oder? Nein. Der war's nicht. Tut mir leid. Upsi. Macht Spaß. Oh oh, wenn sie jetzt auch noch vom Chef das wertvolle Oldtimer-Raumschiff klaut. Also, die Barriere ist weg. Und los geht's. So, mehr kann ich hier nicht tun. Upsi. Nein. Oh, das war etwas knapp. Fast geschafft. Die Filmsequenzen sind schon cool gemacht. Wir werden verfolgt. Ja. Nix geht lieber mal in Sicherheit. Nein, 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 nein! Hör's doch, du Mistding!
Tashara. Hauptsache weg hier. Oh je. Oh je. Alles gut. Alles gut. Nix, pass auf. Ja, das war das Intro. Wir fangen dann jetzt erstmal richtig an zu spielen. Frauchen? Frauchen, geht's dir gut? Oh, dir geht's gut, Frauchen. Uiui. Ich glaube, wir haben eine ganz gute Furche gezogen. Ach, geschafft. Irgendwie. Mhm. Komm schon. Ich glaube, da regt sich nicht mehr viel. Ich meine, wir sehen draußen nur Erdreich. Ich denke nicht, dass sich da noch so viel tut. Oh, was ist das? Oh. Ein schickes Jäckchen. Ja, sieht gut aus. Kann man anlassen. Das Schiff gehört jetzt uns. Das ist cool. Oh. Tut mir leid. Tut mir leid. Ich dachte, du gehörst zu denen. Hä? Wer ist denen? Oh nee, nicht schon wieder. Piu, piu. Nicht mein Tag. Viele neue Freunde heute. Ja. Welche Beute? Unter Druck steigt Kays Adrenalin, soll die kann Kay Gegner eliminieren. Okay. Mit X. Und dann E, E, E. Linke Maustaste. Nice. Na also. So, und jetzt reden wir mal Klartext. Gute Arbeit mit diesen Banditen. Wer bist du und was willst du? Gut, du bist sauer wegen dem Rohr. Ich dachte, das hätte niemand überlebt. Aber du lebst, also helfe ich dir. Ich brauche keine Hilfe. Ich verschwinde von hier. Und wie? Du bist fremd hier und dein Schiff fliegt in diesem Zustand nirgendwo hin. Aber du hast Glück. Ich bin Mechanik. Und was wird mich der Spaß kosten? Naja, einiges für Ersatzteile. Aber Tashara ist ein toller Ort für Leute mit deinen Fähigkeiten. Es gibt diesen Pike-Unterboss namens Gorak. Sprich mit ihm. Und der gibt mir Arbeit. Verstehe. Nimm den Gleiter aus dem Schiff und fahr nach Miroganer Stadt. Wenn ich zurückkomme und mein Schiff ist ausgeschlachtet, finde ich dich, Wacker. Ich heiße Wacker. Finde ich dich, Wacker. Wacker. Wacker, Wacker, ey. Na schön. Schauen wir mal. Okay. Let's go. Wow. Schick. Cool. Ja, Schiff gehört ja jetzt uns mit allem, was drin ist. Oh nein, wie süß. Guck mal, hinten der Platz für den Zeit. Ist so süß. Okay. Dann wollen wir mal. Wow, Steuerung bremsen, links ausweichen, rechts ausweichen, umsehen, R verlassen. Oh, also gut, wir leben noch. Wir reparieren das. Wo müssen wir denn hin? Fliegen zu den Kernwelten und drehen ein großes Ding. Straßen sind was für Anfänger, oder? Hm. Schanze? Wuhu! Das gelingt die Stadt erreichen.
ist offensichtlich. Alles du bist gut, aber kein Bandit. Ich weiß. Was machen wir hier bloß? Ja, das frage ich mich auch immer. Oh, wir können X drücken. Ich hab nichts. Lass mich einfach in Ruhe. Ja. Okay. Du bist Gorak oben in Makal. Das ist die beliebteste Kantine in der Stadt. Du kannst sie nicht verfehlen. Hui. Okay, das Ding brauchen wir nicht. Huh? Nee. Okay. Was seid ihr überhaupt für Tierchen? Tierchen gucken. Ihr seid ja süß. Streicheln? Oh. Ist das schön? Oh, die sind ja lieb. Das sind liebe Tiere. So, let's go. Was ja für ein Verkehr, Digga, das ist. Was ist das? Sieht aus wie eine Tankstelle. Hat ein bisschen was von einer Tankstelle. Wow, sieh dir das an. Das muss Mirogana sein. Oh, Alter, ich kam von rechts. What, hier. Sag schon, Wacker, was springt für dich dabei raus? Neue Karte. Ich glaube nicht an Wohltätigkeit. Wohltätigkeit? Weißt du was? Oh, jetzt habe ich ihn unterbrochen. Okay. Mirogana Tal. Okay. Hike Wilderer Station, Landezone. Okay, das ist nur an dem Planet hier. Und es gibt mehr Planeten? Ja. Schätzchen ist? Mal ein bisschen was zu tun. Ne? Komplett umgebaut. Und in den Logs habe ich sogar einen Namen gefunden. Die Bahnbrecher. Die Bahnbrecher? Die Bahnbrecher, das ist cool. Dieses Schiff ist etwas Besonderes. Ach egal, das verstehst du sowieso nicht. Besorg mir einfach neue Treibstoffinjektoren. Dann können wir wenigstens fliegen. Schon gut, schon gut. Ich überleg mir was. Treibstoffinjektoren? Das hier ein Parkplatz? Sieht fast so aus. Wo sind wir denn hier? Erreiche Makals Lokal, ja. Was ist das? Was Guten Tag. Sie? Verbesserung? Oh. Okay, das können wir alles noch gar nicht machen. Aber oh. Muss sehen? Okay. Schmuckstück, Trophäe. Haben wir auch alles noch nicht. Schade. Ah, Schmuckstück, Trophäe. Kommen Sie bald wieder. Leitermechaniker. Hä, ist das unser Gleiter? Ach, wahrscheinlich wurde der hergeportet, weil wir da in den Laden gegangen sind. Um da Dinge dran zu ändern, wenn wir könnten. Schiffsteile im Angebot. Das ist wieder noch ein Automat. Schiffteile? Schiff nicht verfügbar. Okay. Okay, also ist das hier wahrscheinlich für Schiffe, wie das da für Gleiter. Das ist cool. Oha, ich hab überzogen, Freunde, es tut mir leid. Dann erkunden wir die Stadt das nächste Mal. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schaut euch auch die anderen Videos auf meinem Kanal an. Und wenn euch gefällt, was ihr seht, würde ich mich über ein Abo natürlich am meisten freuen. Beim Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Eure Shazadi. Ciao, ciao.